Ich entsteige heute zum ersten Mal bei meinen Videos hinten aus dem Auto, nicht vorne. Normalerweise sollte mir eigentlich mein Chauffeur die Tür aufmachen. Da der aber scheinbar gerade verhindert ist oder Zigarettenpause macht, muss ich das natürlich wie immer selber machen. Heute möchte ich euch tatsächlich den BMW 37LD vorstellen. Was hat das aber mit Familienfahrzeugen zu tun, die hier auf dem Blog behandelt werden? Das ist die große Frage. Und ich glaube, der sollten wir heute tatsächlich mal nachgehen. Dann kann so ein Fahrzeug vielleicht sogar für Familienväter wie euch da draußen eine interessante Alternative sein zum klassischen Kombi oder zum Van. Lasst uns das einfach heute mal rausfinden. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Liked das Video, teilt das Video und kommentiert auch das Video, denn eure Meinung da draußen interessiert mich über dieses Auto auf jeden Fall. Jetzt wünsche ich euch auf alle Fälle schon mal viel Spaß mit dem BMW 37LD. Wir haben es hier mit einem Nierengate zu tun. Beim neuen 7er BMW nach der Modellpflege 2019 ist das hier das Ergebnis, was BMW daraus gemacht hat. Es ist das neue Markengesicht mit riesigen, gigantischen Nieren. Um das nur mal ein bisschen zu verdeutlichen, habe ich mir so ein kleines Notizblöckchen genommen. Und da sehen wir mal so grob, wie hoch diese Niere ist. Also diese Niere ist wirklich gigantisch hoch. Ja. Nur so meine Hand hier verschwindet da drinnen. Das ist wirklich schon sehr, sehr gemein, was BMW hier auf die Beine gestellt hat oder ins Design respektive reingezimmert hat. Mir gefällt diese Front leider wirklich nicht. Woran liegt es denn? Naja, sicherlich nicht nur an diesen gigantischen Nieren, die unter anderem auch eine Frontkamera für das 360-Grad-Kamerasystem, was es optional gibt, beinhaltet. Nein, ich persönlich habe mein Problem mit diesen glatten Flächen hier. Ja, also die wirken für mich so relativ, naja, einfach unschön. Ich kann es nicht beschreiben. Ich bin leider nicht der Grafiker, der euch das hier erklären kann. Mir gefällt es schlicht und ergreifend nicht. Das sind zu glatte Flächen, die hier drinnen sind, auch wenn hier natürlich der Lufteinlass ist, um hier die Luft an dem Rad entlang zu führen. Ja, also das sieht man jetzt hier schön, da wird die Luft am Rad entlang geführt und wird dann auch in diesen Air Breather da hinten eingeführt oder da kommt sie dann wieder raus. Das ist ganz schön. Dann haben wir hier wirklich ja, diese neuen Voll-LED-Scheinwerfer, hier sogar mit Laserlichttechnik. Ja, hier steht es auch drauf. Das Laserlicht ist übrigens immer daran zu erkennen, in diesen blauen Inlays, die wir hier in den Scheinwerfern haben. Also falls ihr da mal einen BMW seht und wissen wollt, ob da Laserlicht vorhanden ist oder nicht, schaut ihm einfach mal ein bisschen genauer in die Augen. Jetzt schauen wir uns die Seitenlinie an. Also wir haben hier die Langversion. Es gibt ja auch noch die kurze Version. Die kurze Version ist übrigens 5,10 Meter lang. Und unser 37LD streckt sich hier auf 5,24 Meter. Ja, damit hängt dann tatsächlich öfter mal das Vorder- oder das Hinterteil auf irgendwelchen Parkplätzen hinaus. Also damit müsst ihr euch dann so ein bisschen Selbstbewusstsein zulegen. Denn das passiert öfter, dass man ein bisschen blöd angeschaut wird, wenn man nicht in die Parklücke hineinpasst. 3,21 Meter ist übrigens der Radstand hier zwischen den zwei Rädern. Der ist im Gegensatz zur Normalversion tatsächlich um 14 cm gewachsen und wird auch natürlich dem Fond zugute geführt. Das erkennt man auch sehr, sehr schön an dieser deutlich gestreckten hinteren Tür, die wirklich deutlich länger ist. 19 Zoll Räder haben wir hier jetzt übrigens verbaut, die für meine Begriffe ganz ordentlich ausschauen. Das Heck ist in meinen Augen tatsächlich die schönste Version am 7er. Hat man sehr, sehr schön gemacht. Das sieht man auch hier sehr schön. Diese LED-Leiste, die hier auch noch durchgeht, die ist auch beleuchtet tatsächlich. Das Flackern kommt übrigens nur von der Kameraeinstellung. Man sieht es sehr, sehr schön. Auch diese Endrohre hier. Naja, gut, okay, da sind nur zwei kleine Röhrchen drin. Das sehen wir jetzt hier, ja, wenn wir uns das Ganze mal anschauen. Da ist nur so ein Röhrchen drin auf der linken Seite, ein Röhrchen auf der rechten Seite. Das ist jetzt normal nicht viel. Dann haben wir, was mir persönlich nicht so gut gefällt, und das ist leider eine kleine BMW-Krankheit, das ist diese Rückfahrkamera, die im Spritzwasserbereich ist. Die kann man relativ schnell dann vergessen, wenn es denn so ist.
Ja, und hier das Kofferraumvolumen beträgt 515 Liter. Ja, da geht ordentlich was rein. Also da kriegt man den Kinderwagen auch rein. Ob man glaubt es gar nicht. Das ist ausreichend breit. Dennoch ist es natürlich schon so ein bisschen eingeschränkt. Wenn wir sehen, wie viel Spielraum hier rechts dann schon wieder weggeht, das ist schon ordentlich, das muss man schon sagen. Aber sehr schön sowas wie diese Detaillösungen hier, dass hier der Erste-Hilfe-Kasten da unten drinnen ist. Das finde ich sehr schön. Das ist natürlich auch mit hochwertigem Teppich ausgeschlagen und macht auch einen durchaus soliden Eindruck. Ich würde sagen, wir setzen uns jetzt hier in den luxuriösen Fond des BMW 37LD und ich glaube, was die Platzverhältnisse angeht, muss ich hier nichts mehr sagen, oder? Es ist einfach vorzüglich, wie man hier hinten sitzt. Es ist jetzt noch nicht der First Class Fond, den es noch gibt für beim 7er, aber wir sind hier schon in der absoluten Luxusklasse angekommen. Alcantara bezogener Dachhimmel. Hier noch so eine kleine Intarsie drinnen. Wir haben ein Fond-Entertainment-System hier verbaut für die Kleinsten unter den Kindern. Genau da kommen wir nämlich jetzt zu dem ersten Punkt. Kindersitze können hier sehr, sehr gut installiert werden. An den Außenpositionen mit sehr gut zugänglichem ISOFIX. Und es gibt natürlich dann Bespaßungsprogramm ab Werk. Kostet aber auch eine ordentliche Stange Geld. Aber gut, Geld spielt hier, glaube ich, keine Rolex gerade. Und natürlich gibt es auch genügend Platz. Also wer hier einen Reboarder-Kindersitz installieren will, hey, highly welcome. Ja, es gibt hier genügend Platz. Die Kinder können hier umeinander spielen. Es gibt natürlich hier die Möglichkeit, die Rollos, die hier hinten optional angeboten werden, tatsächlich per Tastendruck einfach zu schließen. Es gibt hier oben im Dachhimmel noch einen angenehmen Make-up-Spiegel für die Damen, falls sie mal hinten sitzen. Dann haben wir hier das Sky-Dach oder Sky-Panorama-Glasdach, was noch eine LED-Beleuchtung hat und dann sieht es auch noch sehr, sehr hübsch in der Nacht aus. Ist zweigeteilt. Wir haben hier hinten einen Teil, der ist aber geschlossen, den kann man nicht öffnen. Der vordere Teil lässt sich dann öffnen. Das Fond-Entertainment-System hier bietet entweder die Spiegelung des vorderen Monitors. Man kann natürlich auch hier so die einzelnen Menüs ein wenig durchklicken. Das ist sehr schön gelöst. Das können wir auch hier einschalten. Muss man natürlich mögen, ja. Aber ich würde sagen, wir können hier mit den Kindern zumindest ein ordentliches Entertainment-System bieten. Hier ist übrigens auch sehr interessant die Bedienung für den Sitz. Wir haben hier hinten nämlich eine elektrische Sitzverstellung, womit wir tatsächlich die Lehne sowie natürlich die Kopfstützenhöhe verändern können. Oder aber auch die Sitzlehne. Also lässt sich hier schon brutal angenehm einrichten. Und hier will man gar nicht mehr aussteigen. Aber gut, immer noch, der Papa fährt leider das Auto. Die Kinder sitzen hinten. Also schauen wir, was vorne geboten ist. Tauchen wir nach vorne ein in die Fahrersitzposition im BMW 37LD. Ich habe den Fahrersitz natürlich schön auf mich eingestellt. Wenn wir jetzt tatsächlich hier den Motor starten, fährt natürlich noch das Lenkrad meist ein Stück hinunter. Das ist auch ganz schön. Es ist natürlich elektrisch verstellbar, das Lenkrad. Ja, das ist, ja, ich weiß nicht, gehört hier wahrscheinlich einfach zu einem guten Ton in der Luxuslimousine. Das muss man einfach mal so sagen. Dann haben wir ein schönes Lederlenkrad. Das könnte ein bisschen feineres Leder sein, was wir sonst so am M-Lenkrad kennen. Besseres Nappa-Leder. Dennoch auch der Topf hier bezogen. Ich sitze hier in Komfortsitzen in optionalen, die mannigfaltig verstellbar sind. Wir haben übrigens Massagefunktionen hier vorne. Wir haben Massagesitze hinten. Wir haben beheizte und belüftete Sitze hier vorne. Nur keine Standheizung. Also die hat irgendjemand vergessen anzukreuzen. Lenkradheizung gibt es nämlich auch. Gut, beheizte Flächen haben wir übrigens auch hier tatsächlich. Mit dem Wärmekomfortpaket gibt es das.
Also ich würde mal sagen, Platz ist hier aber auch keine Frage. Ja? Also ich habe hier genügend Platz. Die Komfortsitze sind einfach traumhaft. Du kannst sie, den oberen Teil können wir einstellen hier tatsächlich, dass wir das ein bisschen abknicken. Wir haben hier noch das Ohrwaschel. Upsala, jetzt haue ich mich selber. Wir haben hier noch Ohrwaschel, die wir rausziehen können. Kopffreiheit ist genügend da. Beinfreiheit ist genügend da. Ich würde sagen, schauen wir uns doch erstmal dieses Interieur jetzt ein bisschen genauer an, oder? Genau so sieht es hier drinnen tatsächlich im Innenraum aus vom 7er. Schauen wir uns das Ganze aber jetzt ein bisschen im Detail an. Also wir sehen hier schon mal die Fahrerzentrale. Wir haben einen großen Bildschirm, der hier in der Mitte ist, touchfähig. Gestensteuerung gibt es auch hier natürlich. Ja, das ist sehr, sehr schön, kann man ein bisschen rumspielen. Wir haben ein voll digitales Kombi-Instrument. Es gibt hier das sogenannte BMW Live Cockpit Professional ist verbaut. Das heißt, großer Bildschirm, ja, und natürlich volles Assistenzgedöns ist auch an Bord. Wir sehen das hier übrigens, das Flackern. Hier ist natürlich die Überwachung des Fahrers, die Kameras. Wir sehen dieses voll digitale Kombi-Instrument. Ich mag es wirklich nicht. BMW hat es einfach leider verdattelt, das Ganze schön zu machen. Erstens, was mir nicht gefällt, ist tatsächlich die Skalierung. Ja, also hier fehlen einfach irgendwelche Zahlen. Das ist zwar übersichtlich, ist es auch super hochauflösend, aber dennoch schaut das einfach nach nichts aus für mich. Ja, die Kartendarstellung da drinnen ist okay. Dann haben wir hier den Bordcomputer, den wir durchschalten können. Das ist ja auch ganz nett. Ja. Ich muss sagen, auch diese Grafikdarstellung finde ich sehr, sehr schön vom Radiosender. Das ist toll gemacht, aber diese Pfeile hier oder respektive die Nadeln, die man da simuliert, die sehen einfach relativ doof aus. Alleine schon hier, das schaut doof aus, finde ich persönlich, weiß ich nicht. Schreibt mir das mal unten in die Kommentare, wie euch das Ganze gefällt. Also ich finde es ein bisschen dusselig, denn ich kann hier nicht viel mehr einstellen, außer Karte weg oder Karte da. Ist mir zu wenig, finde ich jetzt einfach nicht schön. So, dann gehen wir weiter. Hier auf dem Lenkrad, da sehen wir den Drive-Piloten. Wenn wir den aktivieren, dann fährt das Auto oder der 7er Teil autonom. Das macht er wirklich sehr, sehr gut. Kann ich jetzt schon mal vorweggreifen. Hier sind übrigens LEDs drinnen, die dann leuchten, wenn man denn die Griffel wieder ans Lenkrad zu nehmen hat. Schaltpedals für die 8-Gang-Automatik sind hier auch. Dann haben wir hier noch übrigens ein klassisches Lichtschaltzentrum tatsächlich mit einem Schalter. Finde ich immer noch sehr, sehr gut. Beim 3er, wenn ihr das Video angeschaut habt, schaut mal rein, dann ist das ja schon weg rationalisiert worden. Da gibt es nur noch Tasten. Hier unten ist noch ein kleines, schönes Fach. Das ist auch gut aufgepolstert. Das ist sehr, sehr schön. Naja, diese silbernen Hebelchen muss man mögen. Ich finde es okay, aber nicht jeder mag Silber, sondern der mag es dann vielleicht doch eher klassisch schwarz. Dann haben wir hier natürlich Hölzer. Es gibt auch offenporiges Holz, was ich empfehlen würde, schaut schöner aus. Dann natürlich belederte Armaturen hier komplett, auch hier oben rüber. Das ist alles wirklich sehr hochwertig und sehr, sehr schön verbaut. Was man da hinten übrigens sieht, ist das Head-Up-Display, was hier noch verbaut ist. Gehört zum Innovationspaket mit den Laserscheinwerfern. Dann schauen wir uns die Mittelkonsole an. Hier auch ganz klar, hier haben wir noch einen schönen Start-Stopp-Knopf und das Deaktivieren der Start-Stopp-Automatik. Finde ich auch immer sehr, sehr schön gelöst. Dann haben wir hier ein klassisches Klimabedienteil. Gefällt mir sehr gut, vor allem, weil man hier immer noch klassisch die Sachen einstellen kann. Und das finde ich auch sehr schön. Hier haben wir übrigens ein Duftmenü. Also es gibt hier ein Air-Ambiente-Paket. Es ist nur kein Duft verbaut hier in dem Mietwagen oder vielleicht auch schon geklaut. Naja, wer weiß. Lassen wir das mal so stehen. Klassisches Klimabedienteil, hier tatsächlich Radiobedienteil. Wir haben hier Schnellwahltasten, da können wir tatsächlich uns auch bestimmte Sachen drauf programmieren. Finde ich sehr, sehr cool. Da sehen wir uns mal schauen. Karteneinstellungen mit dem jeweiligen Maßstab haben wir jetzt mal gespeichert, finde ich super. Wieder nicht super ist tatsächlich diese Touchfläche hier. Also warum muss man das mit einem Touch machen? Also ist für mich nicht verständlich. Hier können wir übrigens die ganzen Fahrassistenzsysteme einmal aktivieren oder aber auf individual schalten, so wie wir sie vorkonfiguriert haben. Dann haben wir hier natürlich die Schaltzentrale, Automatikstick.
elektrische Parkbremse, Auto-Hold-Funktion. Dann die Fahrmenüs haben wir hier unten. Dann haben wir Traktionskontrolle aus, adaptives Fahrwerk. Wir haben hier ein Luftfahrwerk verbaut mit den verschiedenen Einstellungen Sport, Komfort, Komfort Plus, Eco Pro. Damit segelt das Automatikgetriebe, ist zu empfehlen. Dann haben wir hier natürlich den Parkassistenten, die 360-Grad-Kamera und das Luftfahrwerk können wir von der Höhe anpassen. Bei den Kameras, das finde ich auch wiederum sehr, sehr cool. Das Kamerabild ist hochauflösend. Wir können das auch tatsächlich dann einstellen, wie wir es wollen. Das sieht man hier. Man kann auf die einzelnen Kameras dann tatsächlich zugreifen. Das ist sehr, sehr schön gelöst. Ist natürlich auch eine tolle Übersichtskarte, die man hier erstellt. So ein richtig schöner 360-Grad-Blick. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Dann schauen wir mal ein bisschen weiter. Wir haben da unten natürlich noch ein Handschuhfach. Wir haben übrigens eine Harman Kardon Soundanlage. Das möchte ich euch nochmal zeigen. Die ist hier drauf. Harman Kardon steht da unten drinnen. Die bietet auch eine sehr, sehr gute Klangakustik. Das kann man auf alle Fälle nehmen und sollte man nehmen. Ich finde, das gehört in so ein Auto einfach mal rein. Hier sehen wir jetzt nochmal diese Komfortsitze. Wir haben hier auch ein Exklusivleder, Nappa-Leder drauf. Das schaut sehr, sehr schön aus mit so einem Kontrastziernähten und einem Muster. Gefällt mir auch richtig gut. Ob man jetzt die Farbe hier drinnen mag, dieses Braun, das ist natürlich Geschmackssache. iDrive Controller kennt ja jeder mittlerweile. Dann hier drinnen ist noch ein Ablagefach, USB-C-Anschluss, habe ich ganz vergessen. Im Fond natürlich auch zweimal USB-C vorhanden, sollte auch reichen. USB-A, wer es ihm braucht, der ist hier vorne, sowie die Induktiv-Ladeschale, die wir hier haben. Ja, das sieht doch ganz ordentlich aus, würde ich sagen, und deswegen können wir jetzt auch losfahren. Einen 7er BMW, den hat man natürlich als Vorstand eigentlich überwiegend. Aber als Familienauto eher weniger. Aber warum? Denn Platz, haben wir ja festgestellt, ist genügend hier, vor allem in der Langversion. Und ein Bekannter von mir fährt tatsächlich einen 735i und hat mich so ein bisschen auf den Dreh gebracht. Warum eigentlich keine Luxuswagen als Familienauto? Denn Komfort ist hier ja hervorragend. Die Geräuschdämmung ist top. Wir haben die Rollos, die die Kinder perfekt abschirmen. Wir haben das Fond-Entertainment, was die Kinder beschäftigt. Wir haben Platz für Kindersitze, um sie reinzubekommen, aufgrund der großen Türen. Für mich als Fahrer, ich schwebe hier. Ich habe ein tolles Luftfahrwerk, was sämtliche Unebenheiten wegbügelt und natürlich auch dafür sorgt, dass hinten Ruhe herrscht. Denn die Kinder werden quasi in den Schlaf geschaukelt. Der Motor unter der Haube, der 3 Liter Reihen 6-Zylinder mit seinen 265 PS und sagenhaften 620 Newtonmeter Drehmoment, sorgt dafür, dass der Wagen auch kräftig vorangeht, 6,2 Sekunden auf Tempo 100, 250 Stundenkilometer Spitzengeschwindigkeit. Und jetzt kommt der Oberwitz. Ich verbrauche hier lediglich 6,3 Liter im Schnitt. Und wer sparsam fährt, fährt sogar unter 6 Liter. Hammer? Fragezeichen? Schreibt mir mal unten in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Ist das wirklich viel? 6 Liter für so ein Schiff? Na klar, der 7er ist nicht leicht, aber er wurde leichter gemacht. Dank Carbon in der Struktur wiegt der 7er oder 37LD in der Basis 1895 Kilo. Manch Audi A6 ist deutlich schwerer. Ja, wer jetzt den Schlüssel zum BMW 37LD in die Hand nehmen möchte, kann natürlich zum einen erst mal Mietwagen nehmen, dann hat er für ein paar Tage. Wenn er ihn denn kaufen möchte, ja, dann sind 126.000 Euro, wie in dem Falle hier, fällig. Das ist eine kräftige Summe. Wenn man das Ganze sieht, ab 95.700 Euro geht er los, der 37LD. Das sind 5.500 Euro übrigens überhalb der Kurzversion. Ich würde immer die Langversion nehmen, wenn es denn tatsächlich darauf ankommt, dass ihr mit Kindern unterwegs seid. Kinder in einer Luxuslimousine, ganz klar, ihr braucht viel Selbstbewusstsein, wenn ihr euch sowas in den Hof stellt, gekauft.
Auf der anderen Seite ist es natürlich eine wirtschaftliche Geschichte. Ein bisschen teuer im Unterhalt als ein Fünfer vielleicht. Dafür allerdings hat er auch Vorteile. Denn 5 Jahre bekommt ihr zum Beispiel die Wartung bis 100.000 Kilometer inklusive. Die zahlt ihr zum Beispiel beim Fünfer. Das ist schon mal etwas. Und natürlich, ein Jahr alter Gebrauchte kostet ungefähr 60.000 Euro. 60.000 Euro, also er kostet ungefähr so viel wie ein neuer 330i Touring. Tja, jetzt ist natürlich wieder die große Frage. Soll man sich sowas dann vielleicht doch in die Garage stellen? Oder vor die Garage, weil er nicht reinpasst? Schreibt mir mal unten in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Übrigens, wenn ihr einen Fahrbericht dazu lesen wollt zum BMW 37LD, dann empfehle ich euch wie immer den Driveblog von Daniel Pschigoda. Und den solltet ihr auf alle Fälle mal anschauen. Ich verlinke ihn natürlich unten. Und ich sage jetzt einfach mal Tschüss und Servus. Und vor allem bleibt gesund, abonniert den Kanal und lasst mir ein Like da. Tschüss.